Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Cassie, eure Beauty-Expertin bei Monaco Deluxe. Und letztes Mal ging es um die Festtagsfrisur und diesmal zeige ich euch, wie man schön konturiert, highlightet, lowlightet. Und los geht's! Wir wollen jetzt erstmal High- und Low-Lighting machen. Dazu beginne ich mit dem Highlighten. Ich habe mir dazu eine Farbe bereits zusammengemischt. Hier habe ich noch ein bisschen Schimmer. Den kann man hier gerne noch mit reinmischen. Dann reflektiert das Licht sehr schön. Und das trage ich jetzt an allen Stellen auf, die ich hervorheben möchte. Eine Grundierung ist bereits drauf. Das heißt, ich würde gerne das Kinn noch ein bisschen highlighten. Hier könnt ihr sehen, dass die Farbe heller ist als der Rest. Verblenden könnt ihr das mit der Make-up-Brush. Einfach ganz locker und leicht verteilen. Erinnert so ein bisschen an eine Zahnbürste. Aber ist nicht so borstig, ne? Was ich auch sehr gerne mache, ist direkt um die Lippenkontur nochmal. Ganz vorsichtig. Entlang zu gehen. So, als nächstes gehe ich den Rasenrücken an, nach oben leicht ausstreichen, Augenbrauen entlang fahren. Dann natürlich hier dieses Dreieck und danach verblende ich einfach alles. Als nächstes kommt das Lowlighting. Das ist am einfachsten, wenn ihr das mit Puder macht. Ich habe jetzt hier mir drei Shades rausgesucht, zwei dunkle davon, die sind von Inglot. Einen Pinsel am besten abgeschrägt, sowie einen kleinen für die Feinheiten. Und dann geht's los. Griff ein bisschen nach da drin. Auftragen, und zwar hier am Wangenknochen, das spürt ihr da drunter. Da kommt das Lowlighting hin. Schön nach vorne. Stirn kann man auch ganz leicht machen. Sie hat ja recht kurze Stirn, deswegen gehe ich hier nur hier oben schnell lang. Wenn ihr eine hohe Stirn habt, könnt ihr das weiter runterziehen. Kieferknochen kann man gern auch ein bisschen lowlighten, dann wirkt das Gesicht ein bisschen kantiger. Und die Nase mache ich mit dem kleineren Pinsel einfach hier an der Nasenseitenwand entlang und dann gegebenenfalls noch verblenden. So, jetzt ist sie wunderschön geheim gelowlightet. Sie schimmert schön, wirkt frisch. Schöne Wangenknochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt heute gesehen, wie man schön das Gesicht herausarbeiten kann mit Highlight, mit Lowlight. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne unseren Kanal. Und hier seht ihr nochmal, wie ich diese schöne Festtagsfrisur gezaubert habe.